Der Otto Baric gewinnt also gestern mit 2:0. Die große Entdeckung des Abends vor 6000 Zuschauern ist der junge Martin Ammerhauser, ein 19-Jähriger. Sein erst drittes Spiel in der Kampfmannschaft, sein erstes internationales. Zwei, drei große Aktionen vor der Pause und dann sogar das 1:0 in der 40. Minute nach deinem Idealpass von Musek. Die Salzburger Fußballfans vergleichen Martin Ammerhauser bereits mit Karl Kodat, der ja seinerzeit der große Star der Salzburger war. Ja, und dann zwei Minuten vor dem Ende noch durch Heimer Pfeifenberger. Herrlicher Flugkopfball, das 2:0. Das sind Tore, über die man sich wirklich freut, Dieter Konstantini. Ich glaube auf jeden Fall, speziell beim Heimer, jetzt zwei Minuten vor Schluss ist unheimlich wichtig. 2:0 ist schon für Auswärtsspiel als Basis, wo Salzburg sicher, glaube ich, weiterkommt, wenn sie so konzentriert spielen wie zuletzt. Dieses große Talent, der Ammerhauser, das kennen Sie ja schon länger. Ja, sein ehemaliger Trainer, der Xandi Holaus. Holaus hat mir den Spieler schon vor einem Jahr empfohlen für das U19-Team. Mhm. Das ist ein hochanständiger Bursch, der sicher nicht abhebt, sehr schnell ist, ein Linksfüßler und ich glaube, der macht sicher seinen Weg. Spieler mit großer Zukunft. Europacup-Tor, erster Einsatz. Sehr, sehr schöne Leistung. Okay? Gut, wir haben noch ganz rasch andere wichtige Meldungen für Sie vor.